Willkommen zurück bei Wisnuschka. Ich mache heute Schilder bzw. ich zeige, wie man die macht und versuche euch zu erklären, schrittweise, was hinter was kommt. Ich wünsche viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns in meinem nächsten. Bis dann! Ich nehme ein Holzbrett und streiche das mit Acrylfarbe an. Um Shelly Look zu bekommen, schleife ich das Schildchen an. Die gesamte Fläche sowie auch die Ecken. Die Löcher zum Aufhängen sollen natürlich auch nicht fehlen. Ich mache das mit dem Bohrer Nummer 4. Und ich habe noch ein Brett vorbereitet in Braun für einen Muffinschild. Zuerst bestimme ich etwa, wo die Mitte ist. Mit bestimmter Winkel sehe ich das. Und dann male ich den Muffin. Sollen nur Konturen angedeutet werden, mehr braucht man nicht. Als nächstes nehme ich weiße Acrylfarbe, das ist zum Malen, so Kunst. Kann man auch die für die Möbel nehmen. Jetzt deute ich die Konturen an. Hier kommt das Geriffelte von der Muffinform, von Papierform. Jetzt ein bisschen Schattierung an dem Muffin selbst. Und obendrauf kommt die Sahne. Da muss man ganz dick die Farbe auftragen und ein bisschen leere Stelle für die Kirsche lassen. Ein paar deutliche Akzente an der Papierform. Hier kommt mir die Farbe etwas dicker vor und ich habe mit dem Finger verwischt. Jetzt nehme ich etwas schwarze Acrylfarbe. Jetzt nehme ich für die Möbel, geht aber auch zum Malen, also Kunstfarbe. Und male hier unten ein bisschen die Schatten. Ganz vorsichtig verwische ich die schwarze Farbe nach unten und auch in dieses Geriffelte, es kommt auch ein bisschen. Das ist der Pinsel, heißt Da Vinci und Nummer 0. Komischer 0, aber okay. Machen so, als wenn die Sonne von links scheint oder das Licht. Deswegen rechtes Teil soll ein bisschen dunkler sein und linker mehr beleuchtet. Hier kommt auch ein bisschen Schatten. Und ein ganz kleiner weißer Strich, das ist die Reflexzone. Und verwischen. Auch hier baue ich etwas Volumen. Hier mache ich noch ein bisschen dicker. Und rechts der Schatten von der Kirsche. Jetzt ist die Kirsche dran. Ich färbe die ganze Fläche in Rot. Die rote Farbe vermische ich mit der weißen, bekomme rosa. An der linken Seite mache ich eine große Fläche und einen Strich rechts.
zwei weiße Punkte und die Kirsche hat Volumen. Mit etwas Dunkelrot kriege ich den Schatten. Mit der schwarzen Farbe ziehe ich einen Strich und das ist der Stiel. Mit verdünnter schwarzen Farbe kommt der Schatten auf die Sahne hin. Um die Form hervorzubringen, schattiere ich die rechte Seite mit der weißen Farbe. Mit verdünnter schwarzer Farbe male ich den Schatten. Und direkt unter dem Objekt mache ich noch deutlicher. Jetzt warte ich, bis die Farbe trocknet und dann platziere ich den Schriftzug. Und es gibt noch so ein Brettchen, da mache ich Bart drauf. Das wird ein Geschenk für unsere Nachbarin sein. Sie träumt über so ein Bartschildchen für sich, bei sich zu Hause. Um die Mitte zu finden, halte ich etwa zwei Ecken mit der Hand und dann gucke ich, oder hier kann man am besten knicken wahrscheinlich, ja. Dann gucke ich, ob es gleicher Abstand hat. Die Schrift habe ich ausgedruckt und werde jetzt mit Hilfe vom Kohlepapier übertragen. Wenn es sitzt, einmal umklappen. Kohlenpapier drunter. Und mit dem Stift vorsichtig die Linie entlang gehen. Dann nehme ich ganz feinen Pinsel, 2-0, also ganz fein und ganz kurz. Mache ich ihn feucht in schwarze Farbe und los geht's. Damit die Hand hier besser gestützt ist, am besten lege ich noch ein Buch oder sowas darunter. Ich nehme jetzt ganz frech das Schildchen. Ich hoffe, dass ich da nichts erwische. So, viel besser. Jetzt warte ich, bis es trocken wird und dann geht es weiter. An den Rändern kann man so wie Absatzungen von Emaille imitieren. Dafür nehme ich etwas breiteren Pinsel. Jetzt nehme ich mal diesen, keine Ahnung, welche Nummer das ist, so breit etwa. Nimm die schwarze Farbe, etwas dicker und gehe hier so an dem Rand entlang. Mal dicker, mal weniger. Und da, wo Löcher sind, auch. Jetzt lasse ich zum Trocknen. Muffinschild ist schon trocken. Jetzt kann ich beginnen. Ich suche mir die richtige Stelle, wo das am besten aussehen wird. Den Text kann man ausschneiden und dann ist das bequemer beim Platzieren. Wenn ich etwas lustiger haben möchte, dann mache ich nur ein bisschen Pünktchen auf der Pause.
Die Oberfläche von dem Schild ist mit brauner Acrylfarbe gestrichen mit einem Touch Schwarz und die Kanten habe ich ganz heftig abgeschliffen. So sehen die dann aus. Bart ist auch fast trocken. Ich schleife hier noch ein bisschen an. Dadurch, dass ich anschleife, sieht man nicht die Unebenheiten, die noch kommen könnten in Farbe oder in der Genauigkeit. Jetzt bleibt nur noch der Draht zum Aufhängen. Ich mag immer gerne mit solcher Federimitation quasi, dann sieht das so schön dekorativ aus. Also ein Ende, ich nehme dafür was Rundes, zum Beispiel wasche den Pinsel hier und rolle hier drauf. So dreimal reicht. Dann ziehe ich hier dadurch. Wo das aufgehängt ist, auch so ein paar Mal drüber zusammenpressen. Wird schon ein bisschen stramm sein. Und raus. Kann man auch hier und da noch machen, aber ich habe zu kurz abgeschnitten. So. Und zweites. Ah, das mache ich mit einem Paketband. Ist auch immer schön. Fertig.